Atana Mono, Indangu Yandi, Ivandaka Ke Salana Min. Ge Ke Salaka, Tata Nange Mingi. Ah, Eli Lolula Mono, Muzolaka Vekutuba. Ukizina Uge Bingi Laka Mono. Ukizina Uge Bingi Laka Mono. Tepe, Eli, what's the matter? Fighting will get you nowhere, Eli. Cut it out, kid. That ain't a toy. Eli. Don't call me that! I'm not a kid. You hear me? Enough. On the battlefield, they use one another's nom de guerre. But here, we insist they use their real names. Well, that hasn't sat too well with Eli. Or should I say, Unyoka ya Mbempe. He thinks his boys are letting us grown-ups walk all over him. Willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ich habe mich hingesetzt und habe noch ein bisschen das Spiel weitergespielt gehabt. Einfach um für den finalen, oder beziehungsweise vermute ich mal finalen, Bosskampf vorbereitet zu sein. Bedeutet, ich habe nochmal weitere Leute gesammelt. Wir sind von den Level jetzt bei Weitem besser dabei. Könnten theoretisch auch schon einige Sachen herstellen. Mit einige meine ich, beziehungsweise einige ganz spezielle. Und zwar hier mit Unlimited Suppressor. Das große Problem ist, es fehlt uns der neue Suppression Specialist. Und ich bin bereits hingegangen, habe nachgeguckt, wie man den bekommen kann. Und den kriegt man natürlich erst nach diesem Kampf. Weit nach diesem Kampf. Was schon mal so ein bisschen darauf hindeutet, dass irgendwas nach diesem großen Kampf noch passiert. Dann. Es gibt eine große Sache, die wurde jetzt darauf hingewiesen, hatte ich jetzt übersprungen gehabt, weil es einfach nur der Hinweis war, hey, du kannst Sachen überarbeiten. Und der Witz war, man konnte das in der Vergangenheit bereits mit so einer allerhand Sachen wie Helikopters und Co. Das ist ein Feature, das ich ganz bewusst ignoriert habe, weil man halt ganz speziell zum Beispiel sein Emblem frei verändern kann. Und das fand ich immer doof, weil wir waren immer Diamond Dogs und die ganzen Codewords, die man gesammelt hat, indem man halt sowas wie Außenposten übernommen hat, diese Sachen konnte man dann halt nehmen und dann konnte man sich halt Idiot Dog nennen und sein Logo halt dementsprechend anpassen. Aber ich fand das immer unpassend, weil wir sind Diamond Dogs und ich will eigentlich so weiterhin bleiben. Auf jeden Fall gab es eine Sidequest-Reihe, wo man einen legendären Gunsmith finden muss und wenn man dann den wirklich im Endeffekt gefunden hat, weil man das mehrmals machen muss, mehrere Leute dafür finden muss, dann kann man jetzt auch Waffen customisieren. Und ich würde sagen, das gucken wir uns wenigstens mal ganz kurz an. Und zwar, wir haben hier die unterschiedlichen Arten. Und dann gucken wir jetzt mal. Wir wollen jetzt hier diese Waffe. Was können wir jetzt hier machen? Oh, wir können die Waffenart
und andere Sachen damit anpassen. Wir könnten also zum Beispiel auch den Laser Sight hinzufügen, der vor allem interessanterweise eigentlich auf Flash-Laser-Mode. Das heißt, also, wir könnten das theoretisch jetzt auch entfernen und hätten dementsprechend halt das wiederum weg. Also falls einem dieser rote Laser nervt, haben wir da die Möglichkeit. Und natürlich, wir können jetzt hingehen und können die Waffe auch vom Stil anpassen. Und das ist natürlich durchaus cool. Ich meine, das konnte man ja schon immer grundsätzlich mit allen Arten machen. Aber das könnte man jetzt theoretisch auch noch hier dazu machen. Meine Frage ist jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, das Camo-Pattern, kann ich dann die Farbe? Nope, also man kann nur entweder oder sagen. Aber so könnte man jetzt hingehen und das halt grundlegend machen. Ja, warum nicht? Die Frage ist, achso, man kann es für die jeweilige Waffenart machen, aber halt da wiederum auch nur begrenzt. Gut zu wissen. Und hier haben wir dann theoretisch auch wieder einiges zur Auswahl, könnten auch hier wieder komplett durchdrehen. Also das ist jetzt durchaus ein cooles Feature, das ich mir bisher nicht großartig angeguckt habe. Ja. Und logischerweise, hatten wir ja gerade eben hier schon gesehen gehabt, schön, dass du bis zum Anfang zurückspringst, kann man das auch für alle anderen Sachen machen, wie den Helikopter. Kann dann halt den Helikopter auswählen, wie man lustig ist. Und interessanterweise hatten wir immer den Helikopter auf Level 1 gehabt. Oh, also hier musste man das zum Beispiel selber auswählen. Und ich gehe jetzt mal, denke ich, ganz bewusst hin und werde ihn jetzt auch ausrüsten. Denn gerade in dieser finalen Mission wurde darauf hingewiesen, dass die anderen ebenfalls am Start sein werden. Und vielleicht kann man in diesem Kampf Helikopter-Support bekommen. Und hat dementsprechend halt die Hilfe am Start. Da will ich jetzt ganz bewusst gucken, ob wir vielleicht noch Vehicles machen. Und da muss man eigentlich auch schon fast überlegen, ob man nicht noch überlegt. Das ist die Frage, wie die finale Mission abläuft. Was für Mitglieder kann man mitnehmen? Was für Fahrzeuge kann man spawnen? Denn das könnte natürlich auch Auswirkungen. Okay, hier hat es wirklich nur eine Farbauswahl. Okay. Ein paar interessante Camos dabei. Wie dabei? Was für eine. Ne, scheinbar nicht dabei stehend. Was für eine Camo das ist denn? Das hier sieht schon wieder sehr interessant aus. Auf jeden Fall, logischerweise, wenn man halt möchte, kann man halt mit den Emblemen herumspielen. Was ist eigentlich der Avatar in der Hinsicht? Ach so, das ist wirklich einfach nur der Charakter, den man dann in Metal Gear Online nutzt. Alles klar. Dann würde ich sagen, Nameplate. Was ist das in der Hinsicht? Kann ich das eine, no. Ich wollte mich richtig umbenennen, weil lustigerweise hier stimmt's, aber nicht in Metal Gear Online. Da ist es Force Commander mit 3M, weil ich mich da einmal verschrieben habe. Oh well. Okay, ich würde sagen, wir machen ernst. Wir kommen zu der großen letzten Mission. Please select a mission. Und zwar prevent the combat deployment of the upright bipedal weapon and take vengeance on Skullface. Cephalanthropus is on the move. The instruments on the support chopper are all malfunctioning. And Eli's acting strangely for some reason. Something's not right. Boss, for now, just get away from that thing. Hurry! Okay. Schön, im Hintergrund werden ein paar Sachen freigeschalten. Also Eli ist ja eh schon die ganze Zeit Banane. Interessant. Ich dachte, wir sollten jetzt hier gegen das Vieh kämpfen. Müssen wir erstmal von dem Vieh nur abhauen? Also interessanterweise bei dieser Sache konnte man die Walker Gears, oder sollte man die Walker Gears holen. Extract 7 Red Containers, 3 Tanks, Obtain Cassette Tape. Also auch hier die mit den Cassette Tapes, da haben wir ja noch ungefähr 5 Milliarden Stück, die wir uns alle noch anhören dürfen übrigens. Und da würden wir logischerweise hier und da einfach ein paar übersehen. Denn ich meine mich zum Beispiel erinnern zu dürfen, als wir in Afghanistan waren, hatte ich hier in dem Bereich bei dem Brunnen oder bei der Toilette ein Kassett-Tape gefunden. Das heißt, also es ist nicht so, als würde man sagen, hey, man findet die immer nur in Hauptmissionen oder als Belohnungen von Hauptmissionen, sondern die könnten halt auch überall versteckt sein. Also auch hier so eine Sache. Ich werde es irgendwann zeigen, aber wir müssen definitiv damit leben, dass es irgendwo immer Lücken geben wird. Wo uns Kassett-Tape 1 vorhanden ist, 3 vorhanden ist, aber halt nicht 2 und oder ähnlich. Einfach weil die überall liegen können. Okay, los geht's.
Got a spike on the RWR. Strange PRF. What's wrong? Control lost. Can't maintain RPM. We're settling. Lust for revenge? Who? Thank you.
cipher will rewrite the records. And I will vanish from human memory. But the thirst for revenge that I have planted will infest the system! No one can stop it now! Sahalanthropus will unleash that thirst unto the future! Major... I'm burning up! Boss, get out of there! Okay. Stop Sahalanthropus. Destroy that thing. I'll rally diamond dogs and provide backup. Oh boy, oh boy. The fuck. Wie auch immer man das Vieh stoppen möchte. Oh, die explodiert. Ach du Heilige. Nachladen bitte. Oh ja, great job, definitiv. Oh boy, 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 oh boy. Quiet is on the move, gut für dich. Shut up. Oh, support helicopter. Uh oh, uh oh. Quiet cheese oder? Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Ich glaube, sie hat gerade das Feuer tatsächlich eröffnet. Oh ja, 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 ja. Oh boy. Uh oh, dieses Schwert. Schau. Ich bräuchte. Oh, sehr schön. Das wird zu mir hingebracht. Oh, nice. Okay, das bringt so überhaupt nichts. Gut zu wissen. Wow, 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 wow. Ich könnte wirklich meinen Supply Drop gebrauchen. Oh, es macht aber Schaden. So ist nicht. Das ist auf dem zerbröselt. Okay. Tut's aber. Oh boy. No. Wow, 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 wow. Okay, what the? Komm ich hier irgendwo raus? Ja. Glück gehabt. Okay, bitte nachladen. Gut.
Oh boy. Was haben wir denn hier jetzt für einen Spaß? Ja, noch ist nicht vorbei. Okay. Das war jetzt nicht perfekt. Oh boy. Oh boy, schnell. Dankeschön. Wie wär's mit Flirten später? Wow, what? Oh oh! Ho 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 ho! Das Ding hat eine miese Railgun! Oh boy! Okay, hier wieder hinter verstecken. Und in der Zwischenzeit hingehen. Und mehr anfordern. Das Ding jetzt da oben bis zum Endlichkeit? Wow. Always. Oh boy. Ach du Heiliger, ach du Heiliger, ach du Heiliger. Oh boy. Shit. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Los. Gut. Oh boy, wo stehst du denn drauf? The fuck? Let's see Starface.
Where's the other? Very close to you. Yourself. Mission complete, boss. Did it! Revenge! Anyone can give up his fight by laying down arms, but the feeling of holding a gun, that we'll never forget. Like our lost limbs, the sensation lingers.
Here she comes! Here she comes! Missing hands. We stand tall on missing legs. We stride forward on the bones of our fallen. Then, and only then, are we alive. This pain is ours, and no one else's. The secret weapon we wield, out of sight. We will be stronger than ever for our peace. Sahelanthropus will unleash that thirst unto the future. Those were his last words. Kaz. Portentous to the end. Still, doesn't feel like this is over. And I'll never be whole again.
scatter your sorrow to the heartless sea. I won't see you in his ashes. You're all diamonds. This man acted as accomplice to the attack on Mother Base. Why are you here? Revenge against the boss. I'm not like you! I think it is time you knew. I'll go alone. Boss, what are you... We can't afford to lose anyone else. What if she's a spy? What if I'm a spy? Are you? Kill her! Kill her! What should we do, boss? Just give the order. You're right. He is not one of us. Boss. Snake? Attention! Diamond Dogs! Even with Skullface dead, our brothers are unavenged. And the phantom pain he brought us lives on. Cypher is still out there. We know they've planted spies, parasites among us. Watch the man to your left, to your right. Assume nothing. Report everything. It's the only way to protect ourselves. From here on out. You. My eyes. The deadliest enemy's right here in our midst. And they will get no mercy. Even with Skullface dead, our pain is still right with us. We need more strength. We need more men. Diamond Dogs needs to be bigger. Missions have come in too. We still have a long road ahead of us. Mission list Boss, updated. You can now give the order to develop or dispose of nuclear weapons from your iDroid. With a nuclear deterrent, even if you're discovered while infiltrating a rival PF's FOB, most PFs won't dare retaliate. But you, of all people, know how dangerous it can be to have nuclear weapons. So will you add nukes to our arsenal as a deterrent? Or will you take them away from other PFs and dispose of them to help build a world that's free of nuclear weapons? I'll leave that decision up to you. Oder wir ignorieren dieses Feature komplett. Ja, willkommen zum zweiten Kapitel. Scouts Attack, nee, FOB Event is underway, join in, get fantastic reward. Warte, bis wir in die Band via the FOB Screen. Yo, no. Das ist mir vollkommen schnuppe. Okay, nehme ich natürlich dankend an. Vielen Dank. Ja, das Spiel ist noch nicht vorbei. Wir haben schon so ein paar Eindrücke gesehen bekommen gehabt. Und lustigerweise war eine Cutscene schon dabei, die wir bereits gesehen hatten. Und ja, das Spiel geht weiter. Und ja, das Spiel geht weiter. Und zwar Mission List. To know too much. A Soviet soldier who has been collaborating with the CIA has gone missing. Extract the CIA MO. Substance. C2W. Extreme. Back up. Back down. Huh. Back up. Back down. C2W. You know? Es kommen in diesem zweiten Kapitel so gut wie konstant neue Missionen vor, die wir bereits kennen. Das sind wirklich weitere Missionen, die einfach nur in Extrem sind. High Difficulty Level, Chicken Head und Reflex Mode unavailable.
Reflex Mode hat mir natürlich bisher immer super den Arsch geholfen. Gerettet, jetzt ist es nicht mehr dabei. Substance, Ultimate in Solo Information, all Weapons und Items are OSP. On-Site Procurement, Chicken Head Reflex Mode, Supply Drops, Buddy Deployment, Support Helicopter Attacks und Support Strikes unavailable. Und ich kann euch bereits sagen, man muss alle Missionen machen, um den Rest der Story miterleben zu dürfen. Ist das nicht ganz toll? Hi Quiet. Diese Mission scheint tatsächlich neu zu sein. Und es gibt hier und da immer noch ein paar Sachen, wie man hier zum Beispiel sieht, die man noch mitnehmen kann. Aber ich freue mich so überhaupt nicht auf diese Mission. Denn ich weiß nicht, wie ich die schaffen soll. Bisher war gerade sowas wie Reflex Mode super wichtig. Und dass man natürlich Partner hat und so weiter und so fort. Also ich kann euch wirklich nicht sagen, ob dieses Let's Play noch großartig weitergehen wird. Vielleicht werde ich hingehen, irgendwie versuchen, nur die Cutscenes aufzunehmen, die dann noch kommen. Und es dabei belassen. Oder das Ganze endet hier. Ich würde sagen, für heute machen wir noch diese eine Mission hier. Und dann war es das erstmal. The agent that the CIA had working for them inside OKB-0 has gone missing. We've been given the job of finding and extracting him. The target learned of XOF's plans to use vocal cord parasites and had hidden himself with the CIA's Mujahideen allies. But following Skullface's death, the Soviets retook OKB-0 and all contact with the target was lost. He may have tried to go back to OKB-0, but even Langley isn't sure what's going on. After all, they've never even learned of Skullface's plan. That's probably what they want to get out of the man once he's extracted. But we can't allow Langley to learn of the existence of the vocal cord parasites. That's why I want you to bring the target out, boss. Once we have him, we can report him dead and keep him on base. All contact with Langley is being conducted through a cutout. Our reputation should remain intact. As for the reward, it's already in the hands of the cutout. All you have to do is get the job done. Just like always. Alles klar. Mission accepted. Heading to Afghanistan. Find and extract the missing CIA agent. The target was laying low with a friendly Mujahideen during the vocal cord parasites incident. The man headed back to OKB-0 after the Soviets recaptured it. Check the target's VI on your iDroid. Okay. Gucken, wie das Ganze abläuft. Ich denke, wir haben gesehen, dass wir hier mit einem schönen Kostüm am Start sind. Und zwar sind wir Solid Snake aus Metal Gear Solid 1. So, diese Mission spielen wir mit Quiet. Ich denke, das ist sogar sehr gut. Dann kann ich nämlich mal zeigen, wie man Madame bedienen muss. So blöd das klingt. Aber im Endeffekt ist es so. So, ich denke, wir hatten einmal, zweimal, keine Ahnung, wie häufig gesehen gehabt, dass Quiet nicht wirklich mitgemacht hat. Das ist jetzt ja auch gerade einfach nur und zielt auf eine Wand. Und das ist bisher natürlich nicht allzu viel. Und das Problem ist wirklich, dass man an Doggy gewöhnt ist. Doggy folgt einem, Doggy macht automatisch. Das ist bei ihr nicht der Fall. Und zwar bei ihr ist der Fall, dass wir das Ganze über hier regeln müssen. Und wenn man dann halt durchwechselt, sieht, wir haben Quiet Scout und Quiet Attack. Und dementsprechend gehen wir jetzt hin und sagen Scouten auf einmal. Fängt sie an loszulaufen. Oder was auch immer das sein möge. Und guckt sich jetzt die Umgebung an. Dementsprechend würden wir jetzt hier folgen oder würden halt in der Nähe sein zu dem Ort, wo sie sich gerade hinbegibt, wird man sehen, dass sie durch das Dorf oder was auch immer durchsprintet, alles markiert, was sie sehen kann, das ist wirklich ganz wichtig, und wird dann irgendwann halt diesen Scouting-Bericht dir liefern, beziehungsweise wird in der Nähe irgendwo einen Sniper-Punkt ansetzen. Und, was haben wir hier? Einfach nur ein Mac. Okay, und oh, interessant. Lass mich mal ganz bewusst Quiet umpositionieren, hierhin. Denn da scheint schon irgendwas. Ja, sie ist zum Beispiel jetzt fertig. Und da ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache, dass ich jetzt Problem hatte. Sie kann zwar auch Leute markieren,
aber halt nur das, was sie tatsächlich sieht. Und dementsprechend... Stopp! Okay, probier. Kann es passieren, dass falls irgendjemand in einem Gebäude ist und sie das eben entsprechend nicht sehen konnte, dass wir dann ebenfalls keine Informationen über den haben außerhalb des iDroids selbst. Das ist natürlich ein großes Problem. Okay, irgendwo da unten, das ist mir aber recht. Aber da oben soll halt was sein und dementsprechend Quiet hat da hoffentlich dann irgendwas schon gesehen und markiert. Während ich jetzt hier aufpassen muss, denn hier sind natürlich jetzt überall auch Außenposten, also ein Blödsinn. Und an denen muss ich natürlich vorbeikommen. Ja, und das ist im Endeffekt Quiet. Man positioniert sie durch diese beiden Möglichkeiten. Und, oh, hi. A plus. Nichts in der Hinsicht, alles klar. Und wenn dann Gefahrensituationen auftauchen, fängt sie automatisch an... Oh, verdammt. Automatisch an zu schießen. Ich habe vergessen, ihre Skills anzupassen. Ihre Waffen meine ich. Das heißt also, falls sie tatsächlich... Ja, Walker geht natürlich wieder am Start. Das heißt, falls irgendwie ein Kampf kommt, wird sie Live Ammunition nutzen. Ja, das gefährliche Zeug. Okay, der hat wiederum keinen. Oh, und der hat sehr gute Skills. Den soll ich dann logischerweise versuchen zu bekommen. Komm. Der eine wird einfach, der andere wiederum eher weniger. Gleichzeitig hoffe ich logischerweise auch, dass es hier nirgendwo irgendwelche Sniper gibt. Okay, da hinten ist irgendwo noch einer. Zumindest wenn wir dem Licht trauen dürfen. Ja, ganz hinten. Ja, das ist schade, dass sie den nicht markieren können. Und es ist wirklich schön, wir haben hier halt weiterhin... Ja, der hat auch noch ein Schild am Rücken. Das sind die übelsten, die mit dem Schild auf dem Rücken. Denn die kann ich nicht gescheit treffen. Das ist nämlich der Witz, die sind ja hinten am Rücken extrem verwundbar, aber durch das Schild haben die hinten noch einen weiteren Schutz. So, Quiet. Oh oh. Okay, damit haben wir den einen verabschiedet. Das ist natürlich lustiges Verhalten jetzt hier gerade. Das ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch, dass die anderen lustig dabei herumstehen und nichts machen. Oh boy, das hat er gesehen. Man weiß jetzt leider nicht, was man dagegen machen soll. Ich kann nichts dagegen machen. Ich kann ihn nicht angreifen. Jetzt kann ich ihn. Also das ist sehr merkwürdig. Also das ist natürlich wirklich dumm, dass ich die nicht... ja, also wie gesagt, also... Das ist eigentlich eine super simple Mission, mit Ausnahme halt von diesem Blödsinn. Der eine ist da hinten umgekippt. Wow. Madame ist ja extremst brutal drauf, aber im Endeffekt ist es mir fast Wurst. Naja, hat natürlich jetzt Schiss wie kein zweiter, was aber nachvollziehbar ist. Nope.
target. Das ist mir ehrlich gesagt sogar fast egal, muss ich ganz ehrlich zugeben, einfach weil diese Mission werde ich nicht versuchen auf S-Rank oder irgendeinen Blödsinn zu spielen. Also lebe ich einfach damit, dass jetzt hier einer draufgegangen ist, selbst wenn der halt der beste Soldier aller Zeiten ist, war im Endeffekt. Ansonsten auch sehr lustig. Man kann Leute theoretisch auch foten, während sie noch am Start sind. Man muss einfach nur wissen, wie. Das ist auch eine Sache, die ich nie gezeigt habe. Man kann theoretisch Leute einfach mit der Waffe zum Aufgeben zwingen. Was nehme ich logischerweise das Zeug hier noch mit? Was warten wir jetzt hier eigentlich noch so extra Trades auf uns? Alles klar. Okay. Wir haben alles. Der ist tot. Der drüben, der ist auch tot. Das sind nur zwei Stück. Ja, und damit haben wir diese Mission gemacht. Aber das ist aber auch die einfache Mission. Ich weiß wirklich nicht, wie man die anderen machen soll. Das finde ich jetzt schon wieder doof, dass wirklich der zweite Teil des Spiels. Es gibt angeblich einen dritten, aber der zählt nicht. Dass der zweite Teil halt jetzt wirklich knackig ist. Wo man wirklich aber das Gefühl hat, dass sie damit nur versucht haben, das Spiel in die Länge zu ziehen. Yes, mission complete. Boss, that was exceptional. Ja, na klar. Vor allem, ich bekomme 0 Kills. Das heißt also, Quiet zählt nicht. Das ist natürlich super. Das ist natürlich wirklich ganz großes Kino. Boss, the target filled us in on what's been going on. He betrayed the Soviets, passing information to Langley, but got scared after learning XOF used the vocal cord parasites. Then came feelings of guilt that his leaks sent comrades to their deaths, and fear that America might deploy such a weapon itself. But in reality, XOF and Langley don't have a collaborative relationship, and Skullface was not working for America. Still, I can't blame the man for being afraid. After laying low with the Mujahideen, he tried to cut his ties with the U.S. and return to the Soviet military. But along the way, someone came after him, and he was forced back into hiding. Could have been remnants of XOF looking to silence him. And you know the rest. He doesn't seem to know much about the parasites, but nevertheless, it'd be too dangerous to hand him over to Langley or the Soviets. We'll keep him here as originally planned. Boss, come on back to base.